ganz schön lauter spielen. Willkommen zurück zu Dragon Age. Ich habe ein Problem und zwar immer noch moralisch. Ich weiß immer noch nicht, für welche Seite ich mich entscheiden soll. Das Autosave hat mich mitten im Kampf geladen, was ein bisschen doof ist. Weil Mori schon wieder ziemlich angeschlagen ist. Und vor allem die Lage absolut nicht gut aus. Beim letzten Mal bin ich ja geflohen, aber Branka selbst sieht ja auch verflucht hier aus. Und ich habe mir sagen lassen, dass ihre Steingurms auch sehr widerstandsfähig sind. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so richtig, wie ich das Problem lösen soll. Und vor allen Dingen, ob es überhaupt die richtige Entscheidung, was ich für Carrie denn zu entscheiden. Ich meine, Branka ist offensichtlich ziemlich wahnsinnig verrückt über die ganze Geschichte geworden. So, was haben wir hier? Wir haben zwei eigene Golems und das war's. Und wenn ich mir eine komplette eigene Truppe evakuiere, kriege ich Branka alleine tot. Aber beim letzten Mal bin ich ja mit der... Achso, Mori, kannst du das schon? Das letzte Mal bin ich mit der kompletten Gurkengruppe abgehauen. Das hat ja nicht so gut geklappt. Ich versuche jetzt mal irgendwie mal ein bisschen das... Orgrindo auch. Also meine beiden Magier müssen auf jeden Fall... Und sich am besten nicht hauen lassen. So, warte mal. Na, scheiße. Die Golems sind echt ein Problem. Vor allen Dingen die Menge an Golems. Ich will nicht... Ich will auch nicht unbedingt meine Nahkämpfer alle einfrieren. Das scheint mir nicht die beste Idee zu sein. So, was ist jetzt Branka eigentlich? Branka? Hä? Ach, Branka steht da vorne, Mensch. Dann erstmal ein Kettenblitz. Der sollte ich auf jeden Fall helfen, weil gegen die Golems ist mir aufgefallen. Ja! So, warte mal. Orgrim, du stehst scheiße. Nein, Orgrim, lauf da rum! Schnell! Weiter. Och Mann, Orgrim, du Vollidiot. Ja, das ist so ein Pfosten, dieser Orgrim, ne? Ich muss hier dringend meine Gegner eineisen und was macht er? Er rennt hier schön vor die gesamte feindliche Meute. Das ist so ein Pfosten. Was denkt er sich denn dabei? So, ich hau auf jeden Fall jetzt erstmal die Steigung um, weil die haben wir beim letzten Mal im Nachhinein ganz schön das Genick gebrochen. So, der erste Kettenblitz war auf jeden Fall relativ effektiv. Da hinten. Scheiße. Eigenen Verluste. So, warte mal, der Steingolem, den krieg ich glaube ich. Na gut, das hat also nur meinen eigenen Golem rausgehauen, aber die Gegner schon stehen noch. Na klasse. Das ist natürlich hervorragend. Gut, aktuell liegt Mori im Fokus und Ogrin, hau mal bitte den Golem hier um. So, wir haben leider kein Eis noch nicht bereit. Was wir aber haben, ist Gruppenheilung. So, wir haben doch schon wieder einen Kältekegel. Gut, der Kältekegel ist. Der Kältekegel steht aber gerade scheiße. So, jetzt hier. Jetzt steht der Kältekegel geradezu. Ja, weil ich krieg auf jeden Fall. Ah, jetzt rennt dieser Dunkel. Na gut, der Golem ist sowieso kaputt. Das ist also nicht das Hauptproblem hier gerade. Da hinten haben wir noch einen von den feindlichen. Wir haben noch zwei feindliche Golems. Naja, der ist. Der ist noch hinüber. So. Dann Orgrim. Weiterhin feindliche Golems. Hauen wir halten hier. Wie viel Mana hat Mori noch? Ist ziemlich down, aber egal. So. Jetzt muss ich wahrscheinlich gleich wieder einen eigenen Golem einfrieren. Ist das Carry denn? Ne, es ist nur noch so Steingolem. Gut, Orgrim, du hältst dich mal kurz noch wieder zurück. Was war das denn? Wir hatten das hier gerade gezaubert. Verschwinde! Jetzt findest du dein Ende! Doch, ich weiß leider, wozu du fähig bist. Und das macht mir so ein bisschen Angst, liebste Branka. So, wie viel Zeit hatten das Eis hier noch? Das ist ja doch eine ganz schöne Menge. Dann rennt Alia jetzt so, dann hoffen wir, dass das Eis noch lange genug hält. Wenn der Steingolem, da könnte ich eventuell reparieren, oder? Ja, das ist halt ja gar nichts. Also Steingolems heilen ist, das Steingolems heilen kauft mir nicht gerade Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, da fahre ich besser, wenn ich die Viecher einfach eineise. Ah, jetzt machen die ja Taktik. Aber es sind sowieso nicht mehr so viele Golems. Da können wir mal kurz eine Flucht als ganze Truppe machen. Warte mal. Da hin, Alia da. Ja. Und Eisfrontal. Gut, da treffe ich. Oh, Branka alleine. Das ist natürlich sehr praktisch. So, Alistair, du kannst eigentlich in der Zeit schon mal einen Wundtrank trinken. In der Zwischenzeit stellt Mori sich hin und heilt vor einen. Macht mal bitte eben Massenverjüngung. Das scheint mir irgendwie die beste Idee gerade zu sein. Das kauft mir auf jeden Fall Zeit. So, der eine Golem, das sieht gar nicht mehr gut aus. Ich versuch's mal mit Elektrostrom. Das haut zwar den anderen Mini-Golem auch rum, aber was soll's. Zu Befehl. Gut, da ist der auch schon mal tot. So, Branka ist auf Hälfte Lebenspunkte. Alistair sieht nicht mehr gut aus. Alias Mana ist alle. So, okay, das ist. Wie gesagt, ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob moralisch das jetzt gerade die beste Entscheidung war, was ich hier gerade plane. So, es ist nur noch ein Steingolem und Branka ist bei Hälfte Leben. Gut, Eis. Okay, gut, Eis. Ach, du siehst, wir haben ja sogar noch einen freundlichen Steingolem. Ich kann ja versuchen, den noch ein bisschen eine Runde am Leben zu halten, während Mori kann ja nochmal Massenheilung machen. Danach ist Moris Mana aber auch alle. Wirkt der Dings dann? Ja, der ja. Auch noch. Oh! Aber bitte, es hat sich doch jetzt schon gelohnt, den eigenen Steingolem zu reparieren. So, Branka jetzt irgendwie mit irgendwelchen Dingszaubern zu treffen, ja, ist glaube ich wieder. Ja, die gehört hier gar nicht. So, warte mal, Branka haut auf jeden Fall immer noch die richtige Person. So, Mori hat auch keinen Mana mehr. Mich nicht.
Hab ich nicht gerade Muri gerade noch gesagt, wir sollen noch einen Mana-Tank trinken? Oh, das ist ja ideal gerade. Wo ist denn jetzt Branka hin? Also auf jeden Fall der große Steingolem sieht gar nicht mehr so fit aus. Ist Branka jetzt gerade wegteleportiert? Ach, jetzt kommt sie mit diesen Kopienmist raus. Na gut, die Kopien machen leider Schaden, wie ich beim letzten Mal merken musste. Ich hoffe jetzt einfach mal, Branka steht durch Zufall im Kegel drinne. Ich meine, ich habe einige erwischt, aber wie weit ist denn der Kettenblitz wieder? Ja, der braucht noch eine Zeit. Gut, wir wissen immer noch nicht, ob ich die richtige Branka erwischt habe, aber da ich, dass ich so gut wie alle Brankas erwischt habe, Geistesschlag bringt mir hier leider gerade keine Punkte. Ja, komm, ich hau erst mal das durch, was ich weiß, dass ich umhauen kann, dass ich wieder einen Kettenblitz habe. Ich habe gerade aufgehört, dass ich keinen Mana für einen Kettenblitz habe, was natürlich ein bisschen doof ist. Ich muss auf jeden Fall ein starker Lyrium-Trank. Ach, komm hier, was soll's. Ist quasi ein Endkampf. So, Kettenblitz. Wenn man jetzt am besten nicht Alistar verreckt, das wäre ganz gut, weil den brauche ich doch, oder? Er hat gerade eine Doppelheilung abgekriegt, auch nicht schlecht. Machen wir nochmal kurz nochmal. So, jetzt haben wir noch einen Steingolem und Branka, die auf Hälfte Leben rumkrebelt. Das geht ja direkt eigentlich schon. Da können wir was draus machen. Verwenden wir am besten nochmal unser letztes Mana hier noch. Ups. Zala. Und hauen die nochmal ein bisschen ordentlich drauf. So. Haben Zwerge eigentlich eine besondere Anfälligkeit gegen irgendwelche Elemente? Ja, ach, diese Dinger explodieren von alleine. Jetzt kommt Branka jetzt in den letzten 5 Meter jetzt noch mit so einem Mist hier um die Ecke oder was? Ja, gut, aber das ist eigentlich genau. Ja. Ich wollte gerade sagen, muss ich eigentlich nur sauber runterspielen. So, gut, dann haben wir das jetzt auch. Immer ein starker Lyrium-Trank und sonst irgendwas Schönes. Brankas Schild, Vorreiter. Stärke kann man zweimal verzaubern. Streitkolben. Ha. Schild. Schaden gegen dunkle Brut und Schaden gegen Tiere. Okay. Aua. So, dann muss ich jetzt wahrscheinlich den lustigen Amboss kaputt machen, da freue ich mich jetzt schon drauf. Also war auf jeden Fall einer der besseren Kämpfe hier, der hier. Das war beim ersten Mal, wo ich versucht habe, auf Partout Branka umzuhauen, war es, glaube ich, schwerer, der Kampf. Weil jetzt, wo ich ja mal ein bisschen ihre Golems gleich noch mit Kollateralschaden getötet habe, ging es eigentlich. Vor allem hat sogar ein Steingolem überlebt. Kann ich hier was plündern? Nee, dann sind alle Brunnen tot. Naja, gut. Mal ein bisschen Interface ausblenden hier. Ein bisschen. Sieht irgendwie schon recht episch aus, Olle Carry, denn der auch ein bisschen anders aussieht. Na gut. Noch ein Leben, das meiner Erfindung geopfert wurde. Wenn die Geschichte das alles doch nur totgeschrieben hätte. Dafür war Branka zu neugierig. Ja, du machst keine Scherze. Dumme Frau. Ich wusste immer, dass der Amboss sie umbringen würde. Aber wenigstens ist es nun zu Ende. Ich danke euch, dass ihr zu mir gehalten habt. Der Amboss wartet darauf, dass ihr ihn zerschmettert. Kann ich da jetzt noch sagen? Haha, nein. Ja, wunderbare Idee. Zerstört ihn ruhig nach allem, was war. Ach, Mori, jetzt hab ich nicht so... euch für eure Hilfe irgendeinen Gefallen erweisen? Als letzte Tat, bevor ich von meiner Bürde befreit werde? Was ist das? Also, Ogrenfragen machen wir garantiert nicht. Wir sind immer noch böse. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit bin ich ein bisschen weich geworden, aber das geht hier trotzdem so nicht weiter hier mit dieser... Das ist nee. Ich würde doch noch einen Golem schaffen. Noch einen Golem mal schaffen? Aus wem denn? Könnte ich aus Branka einen Golem mal schaffen? Ich bin jetzt gerade zu neugierig, ich muss leider fragen. Nein, würde ich nicht. Habt ihr denn nichts von dem verstanden, was hier vorgefallen ist? Da wäre noch die Sache mit der Wahl. Wir brauchen immer noch die Unterstützung eines Paragon für die Versammlung, oder nicht? Für eure Hilfe werde ich ein letztes Mal zum Hammer greifen und euch eine Krone schmieden, die ihr den König eurer Wahl übergeben könnt. Aha. Gut, dann kriegen wir jetzt anscheinend eine Krone. Wird die Krone auf dem Amboss der Leere gemacht? Ah, tatsächlich. Ich denke, er kann das Ding nicht anfassen. Muss der Leere sich wirklich witzig aus, werden. Kann man das jetzt nicht auswählen, den er erschaffen hat? Schmiedet er da gerade seine eigene Seele rein? Macht man das so, dass man den Hammer nicht mal so nah am Kopf anfasst, damit man nicht genug Schlagkraft hat? Irgendwie das dicker Golem, mir ist wahrscheinlich ziemlich egal. Hier. Es ist vollbracht. Gebt sie, wem ihr wollt.
Die Geschichte kann ich doch keinem erzählen. Ich will ihre Namen nicht hören und nichts über sie wissen. Ich habe meine Zeit längst überlebt. Hier ist kein Platz mehr für mich. Sehr unerfreut, dass der Amos nicht gerettet werden kann. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das Problem ist bloß, ich wollte ja immer intelligent böse sein. Und das ist, es gibt einen großen Unterschied zwischen, naja, wir sind irgendwie böse und versuchen alles um unseren eigenen Vorteil zu machen und nehmen jedes, die Macht, versuchen halt alles um Macht zu gelangen. Und wir sind böse, sind aber halbwegs intelligent und tun die meiste Zeit so, als wären wir so neutral und lassen das nur ab und zu mal so rauskommen, machen aber heimlich weiter. Weil wir sind kein Comicbuch-Bösewicht. Also, das heißt, dieser Amboss wird auf lange Sicht ziemlich viele Probleme bedeuten und das ist scheiße. Das heißt, wir müssen hier anders agieren. Ich meine, irgendwelche Leute umbringen, irgendwelchen Käfigen hat keine Langzeitkonsequenzen. Gerade im Hinblick auf, dass sowieso alle gestorben sind. Das waren, oder irgendwelche Händler umbringen war auch nicht. Das war einfach nur persönliche Bereicherung. Aber das Ding hier hat einen ganz anderen Einschlag. Das ist die Bedeutung dieses Ambosses und gerade die zukünftige Bedeutung ist so groß, dass wir eigentlich unmöglich das Ding heile lassen können. Das ist bei aller Macht. Dass das Ding auch bietet, ist die Korruption anscheinend auch absolut und Korruption bringt uns nichts, weil das, ja, das wird wahrscheinlich andere allein und dann müssen wir, wird auf jeden Fall am Ende noch mehr Stress bedeuten als vorher. Na gut, dann machen wir das Ding mal kaputt. Hat wahrscheinlich Mori ein Problem mit dran, aber. Wie mache ich das jetzt eigentlich? Ich finde es übrigens sehr schade, dass kein Spiel je irgendwie, so einfach raufhauen. Dass das Spiel nie beachtet, was man betet als Charakter. Mass Effect hat zum Beispiel Shepard auch nie mit Biotiken großartig was gemacht, obwohl man Vollzeitbiotiker war. Oder hier euch als Magier. Euch gebührt mein ewiger Dank, Fremde. Atrasten Altunsha. Möget ihr in der Dunkelheit stets euren Weg finden. Davon kann er aber sterben? Reicht das überhaupt? Ja, wahrscheinlich. Ha. Erfolg freischalten. Wie gut motiviert ist eigentlich Mori noch? Ich erwarte euren Befehl. Persönliches? Wir sind nicht allein, demzufolge auch nicht ungestört. Aber wenn ihr dennoch fragen möchtet, dann bitte. Was ihr wollt. Wie gut gelaunt ist denn Mori überhaupt noch? Ach, die ist ja immer noch voll mit dabei. Das ist. Ich dachte, ich hätte die jetzt böse verärgert. Ach gut, die kriegt mir ein paar Geschenke. Ja. Habe ich noch ein Handy, irgendwelche Geschenke bei? Ich meine, ich möchte den sowieso nicht auf Dauer mit mir rumschleppen, den werde ich gleich seine Rüstung abnehmen, nachdem ich alles verkauft habe, wohlgemerkt. Warte mal, habe ich noch welche tollen Geschenke, die ich in die Hand drücken kann? Tupaz? Was ist Tupaz ein Geschenk? Die Diamanten sind ja für die Leute am Lager da. Habe ich überhaupt noch welche Geschenke? Ich habe ja mal eine. Ja, das ist wahrscheinlich eher was für Stan. Allgemeine Geschenke habe ich, glaube ich, nicht mehr. Ich soll ja übrigens auch den Weg zum Magierturm nicht vergessen. Keine Angst, dass ich wieder dran denken. Was ist da hinten eigentlich noch alles für Wege? Ach, das ist wahrscheinlich mein Weg nach draußen, wa? Hm, ja. Ja, den guten. Mein Inventar ist doch voll. Ich kann hier. Kann ich hier alles mitnehmen? Inventar voll. Mittlerer Silberbarren. Schockbeschichtung? Warte mal. Guck mal, was können wir hier was wegschmeißen? Eine Schildkrötenpanzerjade. Ich kann nicht einfach. Jo. Dann nehme ich lieber mal den mittleren Silberbarren mit. Den checke ich gleich mal auch mal sehen, wie er darauf reagiert. Vielleicht findet er Silber ganz so klasse. Was habe ich denn hier noch? Ein Gesundheitsrune. Ach komm hier. Zwei Stück. Dafür nehme ich lieber die Gesundheitsrune mit. So, die Schockbeschichtung. Ja, Schockbeschichtung kann da bleiben, wo sie ist. Die kann ich sowieso nicht mitnehmen, weil halt irgendwie. Nicht mal. Achso, warte mal, ich wollte ja Ogren was geben. Ogren. Guck mal, Ogren, ich habe hier diesen tollen Silberbarren, wo immer er gerade hin ist. Wo ist denn jetzt so? Siehst du das? Wo ich gerade Kolgrims Horn schon wieder sehe. Den Drachen muss ich auch mal umhauen. Ach. Mittlerer Silberbarren hier. Ja, das sieht nett aus. Ja, der ist nicht so maximal gefruchtet, aber. Hey, wir haben uns das Herz des komischen Zwerges mit Gold gekauft. Wahrscheinlich offeriert er mir danach sowieso. Ach, scheiße, okay. Das ist doch kein Weg nach Hause. So wie es ausschaut. Was ist eigentlich aus den letzten Golem? Ach, der ist einfach umgekippt oder was? Warum haben die Golems eigentlich so viel Blut dran? So viel Blut kann ich da unmöglich mit mir rumschlagen. Vor allem muss ich jetzt echt den kompletten. Was sagt denn die Karte zu dem Thema? Jo. Karte sagt zu dem Thema, dass ich in den kompletten Weg nach draußen rennen muss. Toll. Das sieht ja auch lustig aus, diese Hände hier, diese Steine halten. Schöne Gegend hier. Und das war verdammt nochmal schlimmer, als ich erwartet hätte. Seid ihr bereit, in die Stadt zurückzukehren und die Neuigkeiten zu verbreiten? Ich möchte nicht.
Ja, lass uns gehen. Ich brauche ja auch einen neuen Termin. Mich ja nicht. Hammermount habe ich gemeint, ne? Ach, die Dashiers versuchen seit Jahren, die Stadt zu zerstören. Es ist ihnen bisher noch nicht gelungen. Naja. Ach, jetzt kann ich direkt reisen. Das ist ja schön. Guck mal, der Amboss ist aber wirklich weit weg. Guck mal, hier unten wäre noch so viel Platz zum Reisen. Na gut, zurück nach Orsama. Wahrscheinlich werde ich gleich fünfmal überfallen, in welchen Berg ging. Wie lange reisen wir denn hier? Oha, jetzt muss ich tatsächlich was bestimmen? Lords der Versammlung, ich bitte um Ruhe. Dieser Streit führt doch zu nichts. Wozu denn diese Verzögerungstaktik? Ich verlange eine sofortige Wahl. Mein Vater hatte einen Sohn und der gedenkt, den Thron der Edukens zu besteigen. Wer will ihm da streitig machen? Hallo? Euer Vater ließ mich an seinem Totenbett schwören, zu verhindern, dass ihr sein Nachfolger werdet. Bitte entschuldigt die Unterbrechung, Lord Seneschall. Aber der graue Wächter ist zurück. Ja, bis zum Amboss der Leere bin ich hier laufen. Nun, Wächter, welche Neuigkeiten bringt ihr? Ich habe eine Krone für Paragon und Carradine für den favorisierten. Ich bringe ein Geschmied von Carradine auf den Amboss der Leere. Das da. Carradine war im Körper eines Golems gefangen. Dieser Wächter erwies ihm die Gnade, nach der er sich sehnte, befreite ihn und zerstörte den Amboss der Leere. Vor seinem Tod schmiedete Carradine eine Krone für den nächsten König von Osama, auserwählt von den Ahnen selbst. Und das war Ogrim Bayern für den Vortrag. Diese Krone ist das Werk eines Paragon und trägt das alte Siegel des Hauses Orton. Sagt uns, Wächter, auf wen fiel Carradines Wahl? Das. Ich glaube, wenn ich jetzt so ein Wieselsprech sage mit für den, der für mich geeignet ist, dann klingt das so, als hätte ich interveniert. Wir nehmen Harrowmount, ne? Weil Harrowmount war der Aufrechte und aufrechte Typen sind viel leichter zu manipulieren, beziehungsweise nicht leichter zu manipulieren, aber die haben nicht so viele eigene Agenten, die mit unseren eigenen gegenspringen, also 3. Ich schätze eure aufrechte Gesinnung, Wächter. Ihr habt euch in diesem quälenden Prozess stets ehrbar verhalten. Naja. Ehrbar wäre jetzt zu viel gesagt. Ja, wieso sprech an dort die Seiten hin und her gewechselt? Finden leider ein bisschen das Stampfgeräusch, was sie mit den Stäben da eigentlich machen sollten. Ob die Krone noch was Tolles kann? Also so ein bisschen Magie und so Zeug? Mögen die Erinnerungen euch für wert befinden. Erster unter den Lords der Häuser. König von Orsama. Sieht aber wirklich mächtig aus, die Krone. Das werde ich nicht hinnehmen. Boah, dann töte ich die dich halt. Die Ahnen haben gesprochen. Ja, warte, der Streit bringt mir auch nichts, das ist ja negativ für mich. Hier, halte zu ihnen oder ich töte dich. Soll eine Oberflächlerin das Schicksal der Zwerge bestimmen? Vorsicht! Sie sind bewaffnet! Wachen! Doch, Jungens. Der lassen in den Kimmel. Ich töte einfach alle. Psst. Ob Hermann sterben kann? Kommen noch mehr Gegner! Ach, wie die... Ah, ne, schade, das ist Dash hier. Schade. Ich dachte, es hat eventuell den richtigen zerfetzt. Egal. Ich nehme einfach mal an, Harry und Hammer und alle sterben. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Fronten geklärt, Freunde hier. Ah, jetzt stehen die alle um mich herum. Irgendwie kann ich mir die ganze Sturmgeschichte aufplanen. Ogre und Alistair, macht mal bitte einen Schritt nach hinten. Wenn das so wie geht. Und wir hauen in der Zwischenzeit Eis rüber. Und jetzt. Mittlerweile bin ich halbwegs gut im Eistime, finde ich. Also, ich werde immer besser, finde ich. So, wie wird es. Wenn hier überhaupt einer von denen am Sturm. Ach, Dash hier sind einfach nur welche Leute. Ich dachte, es wäre ein Eigenname. Naja. So, jetzt steht hier Belen vor mir. Ach, scheiße, jetzt ist. Wo ist denn hier? Wo ist denn. Ogrin, da ist Ogrin, Mensch. So, wir haben noch mittlerweile wieder einen Kettenblitz, oder? Auf Belen. Dum-dum-dum-dum-dum. Belen ist auch ein Quälgeist, ne? Das ist, ich glaube, der hätte aber so oder so an die Griffen. Was haben wir denn? Ich habe noch einen Blitz. Warte mal, erstmal hier das. Das könnte auf Zwerg vielleicht. Ha! Was? Betäubt und Widerstand? Ich kann ja beides machen. Egal, es hat mir auf jeden Fall gerade ein bisschen Luft verschafft, denke ich mal. Ich sehe auch gerade nicht so viel, weil der halbe Raum ist mit Sturm voll. Nicht, ne, das hat, oh, warte mal, da hinten steht noch eine Gruppe in Sturm, oder?
Yay, also zumindest ein bisschen, bei Helm und Wachen werden wahrscheinlich das zeitliche liegen bei der Geschichte, wo es ein Helm und selbst, also die Krone von Dingsbums scheint ja ganz gut zu sein, so, habe ich einen Ogryn steht da dazwischen, ach, Ogryn ist Magie-immun. Gut, nach der Logik müsste Beelen auch. Ich war, Beelen hat den Widerstand. Warte, dann machen wir nochmal gleich den Mentalschlag. Wenn Beelen das nicht ausgehalten hat. Na denn. Hau uns einfach Beelen um und dann. Auf dein Leben! Ich hätte nie gedacht, dass Beelen sogar das Wort eines Paragon übergeht oder dass sich ihm so viele anschließen würden. Tja. Aber fast ganz Orsama hat erkannt, was er wirklich ist. Und wir werden diesen Aufstand sicher bald unter Kontrolle bringen. Der brennt? Ja, das zeigt dann schon, wenn sie euch voll. Ja, das sowas und selbstsüchtigen Sachen zu sagen, bringt ja auch keinen voran. Hier, das da. Wohl wahr. Mehr als jeder andere, außer meiner Frau. Und dafür danke ich euch. Wer dem Thron loyal gegenübersteht, beginnt umgehend mit Vorbereitungen für einen Feldzug zur Oberfläche. Orsama hält seine Verträge ein. Seid bedankt, König Harrowmont. Vielleicht beginnt mit eurer Herrschaft für Orsama ein neues Zeitalter. Wenn du überhaupt keinen Schaden genommen kannst. Und jetzt entschuldigt mich. Ich muss zum Palast und unsere Pläne zur Ausführung bringen. Ich frage mal nach der Statue. Ich rede mit einem Bildhauer. Mal sehen, was sich machen lässt. Diesen Stab habe ich als König Andrins Berater getragen. Nehmt ihn als Erinnerung an euren Platz in Orsama. Ich wünsche euch Glück gegen die Verderbniswächter. Mögen wir 4 weiteren Jahrhunderten Frieden entgegenblicken. Du brennst immer noch. An eure Rolle bei dieser Wahl wird man sich stets erinnern, Wächter. Ja, aller herzlichen Glückwunsch. Hey, Alistair, das ist ja schon mal viel wert. Nun gut.